Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tower Duellen von N-Tower TV. Ich bin der Dennis und wieder mit dabei, wie auch bei den folgenden Tower Duellen Episoden, ist auch der Pascal. Mhm. Und wir stellen euch bereits am Anfang eine Frage: Was bedeutet das auf seinem T-Shirt? Warte, ich muss so machen. Und so. Ich hoffe, man kann es doch erkennen. Oh. Ja, wenn ihr es wisst, dann schreibt es bitte in die Comments und ja. Genau. Dann erwähnen wir euch vielleicht irgendwann mal. Und ihr seid in den Kommentaren. Das ist ja auch was. Ja, jetzt sind wir gerade Stream-Menü hier. Ja, und wir spielen jetzt Quizparty. Yay! Also das will vor allem ich spielen, damit Dennis sich peinlich machen kann. Ja, ich bin sehr schlecht im Quizspielen. Das habt ihr ja sicherlich schon bei Schlag den Rab gemerkt, als ich da diesen blöden Fehler mit Football hatte. Mit David Beckham. Ich finde schön, dass du das selber nochmal erwähnst. Da muss ich nicht mehr drauf rumreiten. Everyone, Game Entertainment, Wizard Box. Also das sind halt so diese blöden... Wir brauchen nur eine. Übrigens. Ach stimmt, okay. Da bin ich die jetzt aber nicht um. Seht mir das bitte nach. Aber nicht zu Hause nachmachen. Ja. Das gehört immer ums Handgelenk. Warte mal. Ich könnte noch eine nette Anekdote erzählen. Sicherheitshalber. Damals, als die Wii rausgekommen ist, wurde ja immer gesagt, so, ja, dass es voll viele Fälle gibt, dass die Fernbedienung in den Fernseher reinknallt und so weiter. Und da ist ein Kumpel zu mir einen Tag nach Wii-Launch gekommen und haben ein Bowling gespielt, aber uns ging halt das mit der Schlaufe so am Arsch vorbei, wir hatten keinen Bock mehr drauf. Ja, was passiert? Er nimmt Anlauf und dann ist die Fernbedienung nicht gegen den Fernseher, aber gegen das Regal geschrammt und da ist auch bis heute noch die Macke drin. Ich habe die Fernbedienung lieber irgendwelchen Leuten gegen den Kopf gehauen. So, Dennis, du musst, eine Figur aussuchen. Ich habe schon den Hai genommen. Ist mal nie. Oh, das ist ja langweilig. Ich nehme den. Ich glaube, das ist mein ganz, ganz alter Mii. Ja, oh. Das bist du. Oh, mein ganz, ganz alter Mii. Ja? Weil du noch Denio geheißen hast. Ja, den in 12.2. Wir kommen in die Teams. Ah, du kannst nicht gewinnen gegen einen Hai. Bitteschön. Hi, hi. Ich bin Günne. Juhu. Ihr fangt an. Ich habe das Spiel ja auch mal ganz kurz getestet, als er reinkam und mich ja gewundert, wie aktuell das eigentlich auch war, so wie aktuell das ist. Stimmt. Wir spielen jetzt übrigens eine schnelle Runde, das heißt, man muss von jeder dieser Kategorien eine Frage richtig beantworten. Boah, ich weiß gar nicht, was ist. Und wir sind auch nur nacheinander dran, beziehungsweise... Um welchen Film gesehen. Handelt es sich? Ah, da bist du bestimmt. Oh, ich kenne mich doch so nicht aus. Und übrigens, was man dazu auch noch erwähnen muss, man muss die Antwort frei in den Raum hereinfragen. Ja. Das heißt, es gibt nichts zum Auswählen. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Okay, ich weiß es auch nicht. Ich würde Titanic sagen, nein, aber... Willst du nicht wirklich sagen? Nein, nein. Ich weiß nicht. Boah, wow, das ist ja voll mies. Keine Ahnung. Habe ich tatsächlich noch nicht mal was von gehört. Ja, das unten war ja zumindest die Enigma. Und da muss man sagen, ob man es richtig geantwortet hat oder nicht. Aber da ich es in dem Fall nicht wusste, nein. Und wir sind ja ehrlich. Ja, wir betrügen ja nicht. Außer als ich alleine gespielt habe. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich bezweifle es. Ja, denke ich jetzt auch gerade. Ich mache mir direkt schon hier die Meisterdisziplin. Oh. Audio-Quiz. Ist egal, wie viel man oftmals nimmt, also... Ja. Echt? Finde die Gruppe, die dieses Lied berühmt gemacht hat. Liebe GEMA, seht uns das bitte nicht nach. Ah, das kenne ich doch. Komm mal, noch mehr. Oh, nee. Ich kenn's irgendwoher, die Melodie. Ach Gott, mir kommt's bekannt. Mir fällt's nicht ein. Coffee, black and egg white. Pull me out from inside. Ich hab keine Ahnung. Countdown. Gut, dann hab ich 10 Sekunden Zeit zu überlegen. Ich weiß es nicht. Hab ich noch nie gehört. Counting Crows.
Boah, schon älter, ja. Na, älter, also was man so da älter versteht. Ich ja, war 1999. Ja, gut, ich war schon älter. Also für unsere jüngere Generation sicherlich schon älter. Für unsere jüngere Generation? Vielleicht beim nächsten Mal. Naja, vielleicht auch hier. Ich weiß nicht, ich kenne ja relativ viele Lieder, aber... Jetzt kommt übrigens das, wo wir gleichzeitig antworten müssen. Oh, ich fand, zieh ich einen Schauspieler an. Damit du das zu deiner Sammlung hinzufügen kannst. Ja, zu meinem Festival-Benchen. Ah, was blöd finde, man kann nur A drücken, wenn man ein Pointer drin ist. Wie heißt dieser Platz? Ist das... Ah. Ich weiß aber nicht, wie der Platz heißt. Ja, ich weiß auch. Der Vatikansplatz? Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen bestimmten Namen hat. Okay, du hast Vatikansplatz. Ich weiß es nicht. Wenn es so ist, dann... Ich weiß nicht, ob es einen Namen hat. Petersplatz. Ah, natürlich! Ja. Oh, peinlich. Eigentlich meine ich ja das damit. Ja, keiner hat die richtige Antwort gegeben. Mist! Schon 3 Fragen und noch keine Punkte. Wir bekleckern uns wieder mit Ruhm hier. Ja. Das Bild. Oh ja, auf die Spielstände. Ja. Fantastische 0 Punkte für jeden. Wow. Aber wir wollen ja auch nicht, dass das Video zu schnell vorbei ist. Ja, soll ich mich trauen? Ich trau mich. Komm, du hast bestimmt was ganz Leichtes jetzt. Ja. Finde die Gruppe, die dieses Lied. Kenn ich nicht. Man muss übrigens dazu sagen, dass wir den Ton nur sehr leise hören, damit wir nämlich nicht Doppelton haben über die Aufnahme und das Mikro. Sagt mir aber auch nichts. Doch, jetzt. Oder? Zumindest irgendwas, was so ähnlich ist. Patrick Boys. Ah, natürlich. Oh, 84, ey. Natürlich. Nee, du musst haben. Ah, oh, sorry. Nein. Tja. Ich glaube, dieses Video wird 2 Teile haben. Tschu. Ist ein schönes Rad. Komm, ich nehme jetzt hier. Da gibt es dann doch mal was zum Auswählen. Das ist mal so eine besondere Kategorie. Okay. Welche dieser Personen ist kein DJ? Oh. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, Stuttgart-Fahrer ist Journalist. Oh, ey. Der hat übrigens eine gute Show gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er die immer noch macht. Okay. Aber auf so einem Spartensender, die keiner bemerkt hat, leider. Und mein erster Punkt! Darauf genehmige ich mir doch gleich mal noch ein. Toll. Alle Teams können. Guck mal, siehst du, ich bin so hoch motiviert, dass ich sogar angeflogen komme und du auf mich warten musst. Von welchem Comicstrip mit einem Hund als Hauptfigur handelt es sich? Guck mal, es ist nicht alles drin. Ein Hund? Ach, Lucky Luke. Echt? Ja, das ist Rantanplan. Ja. Oh, ja. Also, Rantanplan, ja. Hab ich ja auch gesagt. Rantanplan. Toll. Wuhu! Wie gesagt, ich bin schlecht im Quizspiel. Jetzt kann ich mir einen Sticker aussuchen. Ich könnte jetzt gemeinsam das Audio nehmen. Aber ich nehme lieber das Zeitding, weil das nervt mich noch mehr. Ah, man braucht ja von jedem einen Sticker, ne? Genau, von jedem einen und dann hat man gewonnen. Wow. Also ich habe schon 2 und du hast 0. Also bin ich ja komplett chancenlos. Ja, warum? Ich könnte doch jetzt alles beantworten und du beantwortest alles richtig. Wow. Also ich meine, ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich, aber... Du bist dran. Ich mache das jetzt auch mal, um mich das mal zu planieren.
Welche dieser Frauen? Boah. Mitgespielt. Ey. Mitgespielt? Oh, ich finde die beiden, die drei, also die natürlich, die beiden sind ein bisschen älter, aber ich würde sagen, die sehen doch voll jung aus, die doch sicherlich nicht. Carmen Electra hat gespielt. Du kennst nicht Carmen Electra? Ich kenne mich doch gar nicht damit aus, bin so Schauspielerin. Carmen Electra ist genauso wie Pamela Anderson wegen ihrer berühmt geworden. Okay. Tja. So, was nehmen wir denn? Und zum Beispiel kann ich jetzt die Kategorien, die ich schon hatte, nicht mehr auswählen. Wem gehören diese Augen? Viel Spaß! Come on! Ja, das hätte ich jetzt auch gewusst. Das war leicht. Obwohl ich kurz überlegen musste. Ich hätte ja zuerst gesagt, das wäre der, also wenn ich jetzt nichts frei gehabt hätte, der Sänger von 30 Seconds to Mars. Okay. Der hat auch so eine Augen. Und der hat, wie heißt denn der? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Der macht ja auch Filme. Auch einen sehr guten Film mit. So. Bei welcher Zeichentrickserie gehört diese Musik zum Vorspann? Simpsons! Das war ja wohl. Yeah! Ja, du hast richtig. Die Simpsons. Ja, du hast richtig. Ja, drück! Geht nicht? Kannst du nicht drücken? Geht nicht? Doch, drück. Ja. Also komm. Du bist doch der größte Simpsons-Fan. Nee, das stimmt nicht. Nee, natürlich habe ich das auch erkannt. Du hast vielleicht schneller reagiert. Juhu, da ist der Punkt. Das ist so eine Pipifax-Frage. Kannst ja stolz auf dich sein, Dennis. Ja, du musst ja jetzt auch so. Das mag ich nicht so sehr. Naja, nimm schon Audio, feige Sau. Kann ich mich nicht weiter hinter blamieren. Du blamierst dich schon so genug. Und dadurch, dass er, und weil er keine Widerrede gibt, gibt er mir recht. Ich finde schön, dass du noch darauf hingewiesen wird, dass du hinter mir liegst. Ja. Aber ich meine, ihr merkt schon, das ist eher ein ruhiges Tower-Duell. Ja. Ein sehr ruhiges. Darum müssen wir versuchen, mehr zu reden. Um welchen Notenschlüssel handelt es sich? Oh. Musst du doch wissen als Musiker. Der, vor allem auch noch der Bassschlüssel, das musst du ja erst recht wissen. Also, das wäre peinlich gewesen. Ich hätte es ja nicht gewusst. Tja. Hier, Pascal. Ich gebe Ihnen die Wii Remote. Dankeschön. Die ich jetzt mal mit links bediene, weil ich mich die nächste Frage mit links beantworten werde. Muss auch mal sein. Ich brauche jetzt Kopfzerbrecher hier. Okay. Was ist das? Wirst du doch sehen. Okay. Wo ist der Ball? Okay. Entweder er hält ihn oder er hat ihn hochgeworfen. Oder er hat schon geschlagen. Ich denke mir das. Boah. Aber weil er hochgeworfen hat. Mhm. Pop macht das Wiesel, sag ich dazu. Tja, da steht's 4-2 und ich habe nur noch das Audio offen. Mist. Schlimmste von allem. Aber wenn ich das nächste beantworte, hab ich den letzten Stil. Oh, Mist. Also du musst dich jetzt anstrengen, Dennis. Machst du immer. Wie heißt diese Kombi? Oh. Da könnte ich ja vielleicht wieder einen Vorteil haben. Komm, zeig mir mehr, Baby. Ich sehe auch gar nichts erkennen. Obelix! Obelix! Oh, hab ich wohl gewonnen. Bam! Ich finde das ja sehr gemein. Das ist nur fair. Dieses Team ist
ist der Quizsieger. Wie gesagt, ich bin nicht. Wie gesagt, ich bin nicht gut im Quiz. Ich bin nicht gut im Quiz. Ja. Und damit ist schon wieder eine spannende Episode Taumelteile vorbei. So schnell kann es gehen. Ja, wir haben uns Mühe gegeben, dass es langweiliger vom Spiel ist ein Abspann ab. Man sieht immer noch, wie toll der Abspann ist. Abspann. Der Abspann ist doch so spannend. Ja, wie in jedem Spiel halt auch. Ne? Ja. Aber ich finde, das ist ein schönes Schlussbild. Ja. Ja. Genau, also schöne Grüße nach Belgien und ich sage Tschüss. Ciao. Dieses Video wurde gesponsert von Harpack.